In diesem Video möchte ich euch die osteopathische Technik Compaction, ein Verdichten vom Gewebe, und dem Gewebe Raum anbieten, dass es sich selber entfalten kann, Decompaction mit zeigen. Wir können diese Technik auch nutzen, um Emotionen im Gewebe mit anzusprechen und körpertherapeutische Arbeit zu leisten. In der ersten Phase komme ich nur an und folge den Bewegungen von Olli. Sowohl der Atmung, wie auch dem kleinen Zusammenziehen und Entspannen, das ich in seiner Schultermuskulatur und Faszien mit spüren kann. Ist erstmal schön, dass es wie so ein Miteinander gerade ist. Oft entsteht dieses Miteinander, ein sich wie gesehen, gefühlt, wichtig genommen werden, sodass wir nicht gegeneinander sind. Und in der Phase 2 verdichte ich das Gewebe dreidimensional mehr, vor allen Dingen über den Bereich, wo es leicht geht, so ein Eingang ins Gewebe. Ich spüre meine Schulter. Wie so das Zentrum, das spüre ich gerade viel deutlicher. Meine Finger verschränken sich da schon ein bisschen ineinander, weil es so viel Verdichtungsmöglichkeit gibt. Halte das mit. Häufig frage ich auch noch einmal nach, was hier der liegende Mensch so bemerkt. Ich spüre den Schub deiner Handflächen, was meine Schulter mehr präsenter macht. Und manchmal kommt auch so ein Gefühl von Sicherheit, Geborgenheit oder so mit auf einer eher emotionalen Ebene. Und wenn das Gewebe anfängt, mehr zu vibrieren, oft auch wie sich auszudehnen, folge ich dieser Bewegung in der Geschwindigkeit, wie Ollis Körper das auch tut. Könnt wahrscheinlich sehen, wie die Finger wieder weiter auseinanderrutschen bis zur Ursprungsstellung und auch darüber hinaus, wie so ein Ankleben in die Decompaction-Phase einen Raum anbieten für das Entfalten. Also das ist echt interessant. Jetzt auch, obwohl der Schub raus ist, kann ich meine Schulter deutlicher spüren. So eine verstärkte Eigenwahrnehmung, auch meistens eine gute Grundvoraussetzung, um sowohl körperlich-strukturelle Probleme mit zu verändern, Beweglichkeit zu verbessern, das Gelenk zentrierter zu haben, mehr Kraft entwickeln zu können, aber auch manchmal so wie die Last, die sprichwörtlich von den Schultern fällt, wo man etwas nicht mehr halten muss, sondern wie der sprichwörtliche Stein, auch der vom Herzen fällt, so manchmal auch das Gewicht von den Schultern, sodass auch danach häufig eine andere Schulterposition mit möglich ist, ohne dass wir uns dafür mit anstrengen brauchen. Dieses Technikprinzip von Compaction, Decompaction ist eigentlich überall am Körper mit anwendbar, nicht nur an der Schulter.